Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Waage. Heute möchten wir gerne mal eine ganz andere Legung machen, wo es nur um eine einzige Karte geht. Eine Tarotkarte wird uns alles oder sehr viel sagen. Für dich als bewusster Mensch, ja, denk dran, agieren, reagieren kann, aber auch eine direkte Ansage immer, immer, immer in all meinen Videos für dein Unterbewusstsein. Okay? Damit halt ein bisschen was in Aktivierung gerät, damit du halt einfach Dinge aus dem Unterbewusstsein her aufgezeigt bekommst. Also lass dich wirklich überraschen, Waage. Denk dran, nochmal, meine Videos sind für alle Altersklassen ab 18 Jahre, okay? Kulturen, Geschlechtsorientierungen, alles offen. Mir ist einfach nur wichtig, Waage, dass du, ob du Crutchwater bist, okay, einfach nur weißt, alle meine Legungen haben einen therapeutischen Hintergrund. Das, was du als bewusster Mensch hörst, okay, und aufnimmst und resonierst, aber auch meine Stimme, meine Vibration, meine Energie, die Frequenz, die ich an dein Unterbewusstsein sende, okay, was ganz anderes ankommt, wie als das, was du vielleicht hören magst, ist ausschlaggebend wirklich auch für deinen Prozess oder für deine Annahme oder für deine spätere Lösungsenergieaktivität, okay, verstehst du, was ich meine? Waage, yes, Sunny, I love it, der Magier, Waage. Die Karte des Magiers in Verbindung mit deinen Energien und mit meinen Energien bedeutet nichts anderes. Honey, du bist der Magier. Du hast die Fähigkeiten, ja, an allem zu arbeiten, was du arbeiten möchtest. Wenn du zum Beispiel eine Lernaufgabe hast, die du noch nicht zu Ende gebracht hast, okay? Auf der anderen Seite heißt es, du bist sehr, sehr fleißig, ja. Arbeitstechnisch wirst du immer Fuß fassen, weil Waage auch immer ein Gleichgewicht sucht. Waage hat immer Verständnis. Waage ist sehr kooperativ, Teamplayer, alles, was du möchtest. Aber Waage, du hast einfach im Hier und im Jetzt, bewusst und unbewusst, eine Energie am Start, wo ich sage, alle Ideen, die du hast, alle Vorschläge, die du machen kannst, im Beruf, bei Arbeitskollegen, bei den Kindern vielleicht, okay, in der Liebe, alles, was in dir drinne ist, lasse es raus, setze es um. Finanziell, ja, können wir schon sagen, das Waage, die Würfel sind noch nicht gefallen. Wenn du eine kleine Flaute haben magst, jetzt oder in einer näheren Zukunft, sei unbesorgt, du wirst im richtigen Moment diese Idee umsetzen, die sich aufzeigen wird oder gerade aufzeigt, damit du den Sack zumachen kannst, finanziell aufatmen kannst, ja, und sagst, Honey, Gott sei Dank habe ich diese Schulden bezahlt. Boah, endlich habe ich diese 10.000 Euro gespart, die ich wollte. Wie gut ist das denn, ja, dass ich meinen Kindern finanziell helfen konnte? Was auch immer, passe es an, ja. Du bist in einer Energie, wo ich sage, die Lebensgeschichte deines Seins kann neu kreiert werden. In einer Vergangenheit hatten wir viel Optimismus, aber auch viel Schmerz. Viele Verluste und wieder Erneuerungen. Du hast Dinge umgesetzt, aber auch manche Ziele oder Träume, Wünsche zurückgelassen. Du hattest immer eine Lösung parat für andere, für dich, ja, und bist trotzdem manchmal noch aus der Realität geworfen worden. Die Vergangenheit war eine schöne Erfahrung. Wir haben auch hier die Energie von Stier. Ja, aus irgendeinem Grund ist der Stier aktiv in dir, durch deine Geburtskarte. Es kann auch sein, dass du mit einem Stier lidieren wirst. Latte egal, was auch immer. Waage, das Wichtigste, was ich dir sagen möchte, ist einfach, die Vergangenheit ist wertvoll, um aus der Vergangenheit zu lernen. Auch unsere Geschehnisse aus der Kindheit. Weil den Seelenruf, den ich gerade reinbekomme, ist, dass die Kinder, ja, wirklich unsere Zukunft sind. Und wenn du als Kind von deinen Eltern, von der Familie, im Kindergarten, wie auch immer in der Schulzeit, eine Prägung aufgelegt bekommen hast, die unbewusst noch in dir schlummert, wird auch dieser Samen an deine Kinder weitergegeben oder an deine Freunde, an deine Partner. Das heißt, wenn du Kinder hast oder Kinder möchtest, ja, lasse es wirklich mal in dich fließen, was du als Kind erlebt hast und was für Verhaltensarten du aus deiner Kindheit heute noch mit reinbringst in dein Erwachsenenleben. Denk dran, auch das innere Kind wird hier angesprochen, zu sagen, Honey, du bist der Magier, lache, lebe, sei froh, es ist alles okay, aber entscheide dich wirklich für dich, die Möglichkeiten, die du bekommst, im Hier und im Jetzt und die Möglichkeiten, die in einer Zukunft sind, stehen und fallen nicht mit deinen Entscheidungen nur, nicht mit deinen Handlungen nur, nein, mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Selbstliebe, mit deinem Spaß am Leben zu haben und zu sagen, yes, Honey, ich bin eine Waage, ich komme immer wieder in den Flow, egal was ist, ich kann 50 Sachen auf einmal machen und bringe alles zu einem guten Ende, auch wenn ich einen Tacken länger dauere. Hier geht es darum, du bist Magie, du bist Liebe, du bist Verstand, du bist Einsatzfähigkeit, du hast alles in deiner Macht.
Lebe das Leben aus einer spaßigen Seite. Erlaube dein inneren Kind. Wenn du einen zweiten Vornamen hast, aktiviere die Energie von deinem zweiten Vorname, damit eine Strenge vielleicht rauskommt, damit du noch eine Kooperation hast für einen besseren Flow, dass die Partnerschaften auch fließen können, dass das gesellschaftliche Leben auch wieder total im Einklang ist, auch mit deinem Inneren, nicht mit der Fassade, sondern mit deinem Inneren, okay? In der Liebe haben wir hier mögliche Ex-Versöhnungen. Bist du in einer Partnerschaft, ja, heißt es hier, das Ruder kann aber umgedreht werden. Du bist die Hauptenergie in der Partnerschaft. Du bist der oder diejenige, die eine Partnerschaft am Laufen hält. Gebe deinem Partner auch ein bisschen Verantwortung ab. Und wenn du in eine neue Zukunft gehst, ja, mit einer neuen Partnerschaft oder in einer Dreieckskiste, entscheide dich immer für diesen Menschen, der dich zum Wachsen bringt, der dir hilft, der dich stützt, ja, der dich nährt. Seelisch, Herzebene, auf allen Ebenen, okay? Aber in der Liebe sieht es echt ganz gut aus. Du wirst entscheiden, Vergangenheit in dieser aktuellen Partnerschaft und auch merken, dass in einer zukünftigen Partnerschaft mit dem nötigen Willen, mit der nötigen Einsatzbereitschaft, mit dem nötigen Gleichgewicht, du Dinge nicht mehr wiederholen wirst. Finanzen werden sich super regulieren, ja? Du hast auch in der Gesundheitsebene viele Möglichkeiten, wieder dich zu stabilisieren. Alles, was du möchtest. Der Magier sagt, ich habe die Kapazität, die Fähigkeit, alles zu meinem Gunsten zu drehen. Ich bin optimistisch, ich genieße einfach und ich mache das, was in meinen Möglichkeiten steht und gehe dann nochmal drüber hinaus. Ein paar Blockaden könnten vielleicht sein, dass du manche Dinge manchmal zu viel haben möchtest, zu schnell haben möchtest, vielleicht manchmal zu streng siehst, ja, oder manchmal zu autoritär sein kannst. Das ist ein Entwicklungsprozess, Leute, ja. Wir haben auch viele Energien des Aszendenten, viele Fremdenergien, die wir aufsaugen. Also es gibt viele Dinge, die einfach in uns schlummern oder in euch schlummern, ja, ich bin ja schon auf einer anderen Ebene, wo man sagt, guckt euch das nochmal an. Aber Waage, ansonsten ist alles im Flow. Okay, die nahe Zukunft ist wirklich mit viel Freude gesegnet. Lasse es zu. Okay, trenne dich von diesen Sachen, die nicht gesund sind für dich. Das wirst du selber merken. Und wenn du es nicht merkst, sind es wirklich die Prioritäten, die du manchmal setzt. Okay, und auch Geschehnisse aus der Kindheit. Aber deine Seele sagt, denk dran. Okay, es geht darum, das innere Kind zu erwecken und deinen Kindern eine gute Saat zu sehen oder zu geben für eine gute Zukunft. Achtung, ja, kehrt mal in euch, wie eure Kindheit war. Waage, die Buchstaben K-I-S-Z-U-N-F-T-E-L-A und das G und das O will noch reden, okay? Die Zahl 1, die Zahl 14, die Zahl 7, 28, 39, 57, 53, die 8 und die 5 und die 3. Ja? Die Farben, die du vielleicht in nächster Zeit vermehrt sehen könntest oder die Farben, die du vielleicht tragen könntest, ist ein Rosa, entweder ein Zartrosa, ein knalliges Rosa, bis leicht zum Pink hinein. Ein Viso Türkis Smaragd könntest du auch vielleicht tragen oder eine Kerze in diesen Farben anmachen. Ein Orange, ein Rot und ein Tackenblau. Wenn du Grün nehmen möchtest, in einer Kerze und in einer Kleidung, verkörpert das Erzengel Raphael, weil in dem Moment, wo du was Grünes trägst, Waage, für dich eine Heilung an den Start kommt. Bewusst und unbewusster Natur. Waage, lass es dir gut gehen. Ja, die Zukunft ist gesichert. Bleib am Ball. Achte einfach nur mal auf dein Inneres. Achte mal auf deine Strenge vielleicht manchmal. Aber genieße die Lebensfreude. Aktiviere dein inneres Kind. Waage, es lohnt sich. Waage, ich wünsche dir alles Liebe. Like ruhig weiter. Teile meinen Kanal ruhig weiter. Abonniere auch gerne, wenn du noch nicht abonniert hast. Sonntags, 19 Uhr, Live-Chat. Wird dann gestartet aus Mexiko. Okay, freut euch also drauf, Leute. Kommentiert, jedes Kommentar Waage wird beantwortet, wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, wenn du eine Wegweisung brauchst, anhand eurer Kommentare werdet ihr von mir sofort oder zeitnah, denkt an 7 Stunden Zeitunterschied, Mexiko, Europa, eine Antwort bekommen. Okay, Waage, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe, denk dran, private Legung, zielorientierte Therapie, schreib mich an und ab nach vorne, du bist die Magie, du bist der Magier, alles steht und fällt mit deinen Einstellungen, mit deinen Wahrnehmungen, aber wie gesagt, teile dich zu gutermaßen. Wow, Waage, alles Liebe, bye.